Mal sehen, mal sehen. Hast du noch was zu sagen? Was ich sage, ist wahr. Warum sollte ich lügen? Ja, gutes Argument. Trailing off into the ruins beyond as if it had always been. Es war höchst seltsam, einen Pfad aus dem Wasser hervorgehen zu sehen. Ja, irgendwie hat es mich eben zuerst an den, nicht Pfahlbruch. Ja, wie ist das nochmals, den, irgendwas auch im Bruch? Have you business in Batal? Then you goods don't go thinking you can slip through the border trade twixt our nation. So, should you seek entry in... Ja, ja, irgendwas mit Kontrollpapiere und dabei habe ich die schon. Bevor ich reingehe, mal kurz... Ja, ich habe schon ein bisschen was am Tragen, aber ich würde sagen, das geht alles noch. Genau, den nehme ich noch, weil man kann ein bisschen mehr tragen. Ein bisschen mehr. Und da unten waren wir schon, also... Da haben wir ja schon diverse Leute rausgeholt. Aber zum Glück sind die jetzt nicht mehr allzu schwer. Wir müssen jetzt einfach nach unten. Wir müssen einfach weiter nach unten. Dum, 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 dum. Habt ihr mir eine Verzauberung? Einmal klopfen. Silbererze. Mist. Seid mich... Oh. Ernst. Hab ich... Nein, Fenster habe ich nicht offen. Wieso habe ich denn Flatterviecher hier drin? Das ist etwas, was ich immer am meisten hasse, wenn ich nicht weiß, woher die Flatterviecher kommen. Weißt du, leben, leben lassen, aber nicht bei mir. Ich bin gut und gerne damit, runter, bitte. So. Der ist auch weg. Felsenschuppe. Ja, da hatte ich am Anfang auch... Ja, nicht Panik, aber Respekt. Weil ich einfach gedacht habe, okay, wenn der mir hier stirbt. Und es wurde ja eher angekündigt, okay, ab Fehlentscheidungen können gravierende Auswirkungen haben. Darum habe ich das ziemlich... Also bin ich auch jetzt noch gepisst wegen Hugo. Boah. Einmal wieder
Wasser in die Kehle. Einmal schön in den verlorenen Schwanz rein. Echsenschuppe. Genau, und hier unten waren wir auch schon. Haben das ja auch schon angeschaut. Genau, und dort war es ja noch am Anfang verschüttet. Einmal. Kalt, kalt, noch mehr kalt. Von oben ist halt echt schlecht. Oh. Weg. Natürlich wieder Fels abtragen. Ja, komm jetzt! Klopf. 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 Genau, Truhen sehen wir, sind überall schon offen. Und ihr habt durch die Hebung und Senkung da das Türchen freigemacht. Wir konnten es schon berühren, aber leider wollte niemand hinauch. Hatten alle zu viel Angst. Und weil wir ja alle zu viel Angst haben im Leben, speichern wir. Gut, das heißt eigentlich in den Games nie, weil ganz ehrlich, ich finde das so eine Katastrophe. Du könntest dir so bequem machen. Es ist ja nicht mal per se Safe Scamming, aber es ist halt in manchen Fällen einfach frustrierend, wenn du vor dem Drachen speicherst und irgendwie dann zurückgesetzt wirst zur Zeit, wo du noch irgendwo, jetzt mal ganz extrem Beispiel, Bug-Batal warst. Das ist etwas, was ich... Ich verstehe es nicht. Für das habe ich kein... Und ich gebe auch dem nicht ein Verständnis. Nicht weil ich es nicht verstehen könnte, sondern weil ich einfach finde, Alter, ihr Entwickler, wenn ihr das selbst spielt, es gibt wirklich niemanden von euch, wenn es mal einen schlechten Tag hat, der so eine Speicheroption gerne hat. Wenn ihr sagt, okay, das ist nur im schwersten Schwierigkeitsgrad zum Beispiel und im mittleren hast du, okay, du kannst speichern und dann wirst du einfach immer zum letzten zurückgemacht, dann ja. Und im einfachsten hättest du vielleicht doch noch ein, zwei Speicherstände, wo du dann aussuchen könntest. Das würde ich einen guten Mittelweg finden. Da hast du für die, die weniger Herausforderung möchten, eine gute Möglichkeit, um zu sagen, okay, die Skillung, die das Ganze, das funktioniert von A bis Z bei mir nicht. Da
glaube, ich habe eine Idee, wie man das schaffen kann. Ich muss mal etwas ausprobieren. Vielleicht war ich ganz zu Beginn nicht 100% verkehrt. Aha. Yes! Hab's geschafft. Einmal. Alter, jetzt habe ich natürlich das überall das Gefühl, dass ich Mücken habe. Aha, aha. Genau, da waren wir jetzt hier. Jetzt müssten wir... Also es sieht aus wie ein Gefängnis, ne? 30.000, das... Einfach mal schauen, was wir da hier so... Ach, Hilfe! Jetzt sind wir unten. Was? Ja, der hat ein bisschen Leben. Ist das eine Anspielung auf irgendwer aus dem ersten Teil? Oh, ne, 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 ne. Also, er hat einen Schild. Lebensbann. Götterbann hieß die im ersten Teil. Lebensbann? Wüsste ich jetzt mal nicht. Also, Hut ab. Schöner kleiner Kampf. Klagender Kristall? Ist hier noch was? Einmal das noch. Hartknollen, Robot. Mal hier noch. Prächtiger Kyras. Nein, das war alles falsch. Control B. Ist das nicht, oder sieht es nicht so ähnlich aus wie der eine Dings von
Die Rüstung, die ich jetzt vorhin gerade aufgehoben habe, sieht die nicht ein wenig aus wie der Typ aus dem ersten Teil zu Beginn? Oder hatte der mehr Stoff? Bin mir jetzt ganz unsicher. Ein robustes Großschwert mit einem Kern aus drei verschiedenen Klingen. Sein Gewicht verleiht jedem Schlag eine überwältigende Kraft. Ja. Die bleiben schön in meinem Besitz, bitte. Aber sehr nice. Wäre noch schwerer gewesen, hätte ich gesagt, okay, wir haben die Insel Finstergraben gefunden. Oh, das Finstergraben ist geil, wenn man Autsch. Glaube, ich muss da ein wenig noch übergeben, dass ich ein wenig leichter bin und somit ein bisschen leichter springen kann. Einfach hinauf, 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 hinauf. Noch muss hier warten. Dann. Okay, was ist schwer, vor allem das? Geben. Ach, mit F natürlich. Geben. 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 Habe ich sonst noch irgendwas, was geben? Irgendwas, was wirklich schwer ist? 0,05. Weil, denke ich jetzt mal eher weniger. Geben. Ja, wartet mal bitte. Yes! Hat geklappt. Verfluchte Dulan-Knochen. Ein Riftsblätter. Dann haben wir das. Wir haben hier unten. Wir sind hier nach drüben gekommen. Hier. Habe ich jetzt irgendwas noch vergessen? Noch einmal rüber. Nein! Autsch! Aua, aua, aua! Einmal mitkommen, bitte! So, da kommen wir durch. Dann haben wir, soweit ich das beurteilen würde, alles abgegrast. Finde ich geil, finde ich gut. Dann speichern wir nochmals den Fortschritt und wagen uns weiter voran. Und schauen natürlich immer, was haben wir da für Südlandeisen. Okay, das heißt, wir sind eher Richtung jetzt Bagbatal. Kupfergestein lässt sich. Oh. 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 Ja.
Ui, 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 ui. Und wie es aussieht, auch einen Biest drin. So, another comes seeking to inter me. Erneut kommt also jemand, der mich unter die Erde zu bringen versucht. Yet your wicked schemes will avail you not, watching one. Doch eure bösen Intrigen werden euch nichts nützen, Beobachter. Time and again have you sent unto me your minions. Yet repel them I have, and so I shall anew, till I might claim the true world as mine own. Wieder und wieder habt ihr euer Lakaien auf mich gehetzt, doch ich habe sie zurückgeworfen. Ich werde es erneut tun, bis ich die wahre Welt als die meine beanspruche. Why do you not draw your blade? This battle shall be over, for it has even begun. Wieso zieht ihr nicht euer Schwert? Dieser Kampf wird vorbei sein, bevor er überhaupt begonnen hat. You seek not my death. Then you are not of the watching one. Ihr wünscht euch nicht meinen Tod? Dann hat euch nicht der Beobachter geschickt. I am Rothas, founder of the kingdom of Vermund. Ich bin Rotheis, Gründer des Königreichs Vermund. And you appear to be arisen. Tell me your reason for coming here. Und ihr scheint der Erweckte zu sein. Teilt mir den Grund mit, aus dem ihr hierher gekommen seid. Das Geheimnis des Gottgeflüsters. God's way. Speak you of those trinkets conjured by the wizards of Batal? Gottgeflüster? Sprecht ihr von diesen Dingen, die von den Zauberern aus Batal erschaffen wurden? Even from these depths I have beheld the Batali scuttling about, gathering their fragments. Selbst aus diesen Tiefen habe ich die Batalier auf der Suche nach den Fragmenten herumwieseln sehen. Baleful, maddening act to transmute the fractured souls of Arisen into such frivolous baubles. Es ist ein unheilvoller, scheußlicher Akt, die gebrochenen Seelen der Erweckten in solche frivolen Spielereien zu verwandeln. Aye. That which you seek is a soul much like your own. Ja, das, was ihr sucht, ist eine Seele, sehr ähnlich der euren. Yet rarely will you find one intact, for splinters are all the remain of those pitiful arisen. Who were bade come here by the watching one to end me. Doch selten werdet ihr eine intakte vorfinden, denn Splitter sind alles, was von den bemitleidenswertenden Erweckten bleibt, die der Beobachter geschickt hat, um mir ein Ende zu setzen. The flesh may rot, the soul fragment. Power endures. Das Fleisch mag verfaulen, die Seele zersplittern, doch Macht hat Bestand. And it would seem the Batali seek to augment this power through their perverted arts. Though to what nefarious end, I know not. Und es scheint, die Batalier streben danach, diese Macht
durch ihre widernatürlichen Künste zu verstärken, obwohl ich nicht weiß, welch schändlicher Grund dahinter stecken mag. Yet 'tis folly, the frolicking of children. Such a trinket could ne'er hope to fell the dragon, let alone the watching one. Doch das ist Unsinn. Spielereien von Kindern, solch ein Plunder könnte den Drachen nie stürzen, ganz zu schweigen den Beobachter. I know little of your intent, but I sense in you a powerful will. A will that urges you towards fulfillment of some great feat. Ich weiß nicht von... Nein, nochmals. Ich weiß wenig von eurer Absicht, doch ich spüre einen mächtigen Willen in euch. Einen Willen, der euch zur Erfüllung einer großen Tat antreibt. I shall grant you this blade. It too is the soul of an Arisen. Mine own, in fact. Refined in purest dragon blood. Ich werde euch diese Klinge geben. Sie ist ebenfalls die Seele eines Erweckten, und zwar meine, veredelt in reinstem Drachenblut. Alas, the ages have taken their toll. 'Tis as withered as mine own flesh. Yet, mayhap, the Batali's profane magics would be capable of drawing forth its latent potency. Leider haben die Jahre ihren Tribut gefordert. Sie ist verkrümmt wie mein Fleisch. Doch vielleicht ist die profane Magie der Batalia fähig, ihr Potenzial hervorzubringen. If that is what you seek, Arisen, then go on to their stronghold. I believe 'tis there you shall find the means to achieve it. Wenn es das ist, was ihr begehrt, Erweckter, dann begebt euch zu ihrer Festung. Ich glaube, dort werdet ihr einen Weg finden, es zu vollbringen. Stumpfe Götterbaumklinge. Mhm. Die kennen wir aus dem ersten Teil. Und dann müsste das wirklich der... Dann ist das hier der Seelenbruch. Das, was eigentlich unter Grand Zone gelegen hat. Zuerst mal umsehen. Zuerst noch umsehen, ob wir irgendwas noch mitnehmen können. Wildheit-Extrakt. Ja, 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 jetzt bist nicht so ungeduldig, bitte. Reife Quitte. Muss ziemlich haltbar hier unten sein. Hier nicht. Hier hat es einfach noch eine Truhe. Reisestein. Bevor wir da zu weit einfach vorgehen, weil wir haben da so einen klitzekleinen Zwerg gesehen zu erwachen. Und hier ist zum Beispiel einfach sein Handschuh. Okay. Hm.
untersuchen. Okay. Das sind ja noch mehr. Das sind... Wie viele gibt's von denen? Okay. Einfach mal magischer Fahrstuhl. Wo kommen wir hinaus? Okay. Hier sind wir mal hier. Richtung irgendwo in einem Kerker. Da sind... Okay, haben sie versucht, sich irgendwie einen Weg hinauszugraben? Mantel des Magus. Ah. Ja, dass es wandelnde Knochen sind, das... wieder. Weg mit dir. Oh. Was ist denn hier los, bitte? Der steht ja schon wieder auf. Okay. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. Gut, jetzt sind sie mal wieder zu mir gespawnt. Schon mal gut. Okay. Bergmannshemd. Aha. Sehr aufgeräumte Zellen. Gut, sie sind auch unter Wasser gewesen. Arbeitshosen, ne? Gut, ich habe jetzt... faulige Hartknochen. Hm. Ring des Überflusses. Brüchiger Kerkerschlüssel. Sehr schön. Tiefenschrein, heilige Stätte. Okay, er hat auf jeden Fall seine Spuren hinterlassen. Der Zahn der Zeit. Einfach mal. Aha. Das ist Grandsorn. Das ist Grandsorn. Mhm. Erkennt man. Genau, und hier.
Wir haben Grand Zorn gefunden. Umhang des Einigers. Da Balkon, dann runtergesprungen. Ja, das halt in neuer Form, neuer Gestalt, aber das ist Grand Zorn. Dort, wo wir Allheil-Elixier. Nein! Aber ja, ich erkenn's. Genau hier rauf. Waren es zwei oder nur eins? Doch, es waren zwei, genau. Und darüber, wo wir die liebe Gemahlin, Lazarus-Splitter, sehr schön. Genau, hier war... Ja doch, dann hat sich einfach die Topografie geändert. Weil das ist ja dann... Weil so stimmt das. Blaumundturm hier drüben, der war vielleicht noch ein klein wenig mehr so weit da vorne. Aber dann war das dort der Pass, dem man hinging. Und das war, da stand das Bett. Hier war das Fräulein. Gewand des Sternguckers. Und hier hinter hatten wir uns irgendwie versteckt. Dann gingen wir nach vorne und dann wurden wir im Kerker ausgepeitscht. Ja. Schön. Hätte ich jetzt so... Hätte ich jetzt nicht wirklich gedacht, dass sie... Aber ja. Das ist... aber etwas... Ja gut, es ist ja nicht per se direkt angeschlossen. Genau. Da war die Vorkammer. Genau, hier mussten wir am X durch und... Ja, ging, ja stimmt, da ging es ja so runter. Genau, zu den Kerkern. Da waren wir ja. Ja, wir. Da war ich so elendig... zuerst versucht habe mit Stein und Kopf und dergleichen. Genau, da ging es dann zu den Damenkollegen, die... warte mal. Nochmals, bitte entzünden. Habe ich irgendwas vergessen? Komm nochmals zu mir. Irgendwie müssen wir, also natürlich könnten wir einfach so schwuppdiwupp und weg, mal M. Da gibt's noch was, ne? Weil es sieht ja, man sieht es ja hier schon, man kommt ja irgendwie... Man muss jetzt... Ach, wie kamen wir?
Machen wir uns hier. Mhm. Okay, dort drüber kommen wir wahrscheinlich nicht. Aber dann... Ja. Da, wo ich als einziges nicht so nachgeschaut habe, weil ich noch die ganze Zeit ein wenig im... Um durchdenken war, okay, geht das, passt das? Ja, es passt. Also müsste das ungefähr die Stadtmauer sein, wo wir jetzt hier lang gehen. Aber Moment mal. Da müsste, beziehungsweise könnte, nee, das passt nicht. Das passt auch nicht. Weil wenn ich es jetzt ungefähr so im Kopf drehe, das ist ja Türmchen, Stadtausgang hier. Dann wäre Kasardis roundabout. Könnte das einsmal Kasardis gewesen sein, wo ich jetzt aber eher weniger denke. Ich denke, das müsste doch plus minus eher hier gewesen sein. Aber gut, das ist... Keine Ahnung, wie die Welt gelitten hat in der Zwischenzeit. Oder vielleicht ist es ja auch eine Art Parallelwelt. So habe ich es ja auch noch zum Teil verstanden, als ich den ersten Teil gespielt habe. Wenigstens eine. Hallo. Das muss ich jetzt nicht so machen. Was ich kurz noch bei den Aufträgen... Verzeiht, wenn ich jetzt kurz abgelenkt bin, ich... Es ist eine schöne Freude, dass man den ersten Teil hier drin hat. Ein neues Gottgeflüster. Bringe Ambrosius die stumpfe Götterbannklinge, die Rotheis dir überlassen hat. Die Inspiration des Bilders. Lehrling auf Feuerprobe. Finde eine der folgenden Grimoire. Finde einige. Dann würde ich mal sagen... Ja. Ungefähr. Jetzt müssen wir jetzt Richtung... Okay, der ist jetzt dort in... Ja. Wahrscheinlich am Forschen. Aber ist das klug? Ich weiß nicht, ob das klug ist, die Götterbannklinge denen zu überlassen. Weiß ich nicht. Weil die ist eigentlich der Ausweg, sagen wir mal so. Was ich in der Geschichte